Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Wir sind in unserer City und ihr seht schon, ich habe ein bisschen Geld angespart. 1,119, also 1.119.000 Eurochen. Und der Plan heute ist, ein bisschen auszubauen. Zum Beispiel würde ich gerne mal in Eisenerz investieren. Weil, ich weiß gar nicht, was ich sage, Eisenverhüttung. Also im Grunde will ich hier mal gerne eine Eisenmine platzieren. So. Und dann dementsprechend, ne, wo ist denn das? Das ist hier. Ein Güterterminal. Weil ich werde jetzt dann mal kurz hier einen LKW ausbauen. Ich muss ihn dann passend suchen. Das ist Ost und das ist Nord. Bearbeiten. Der nimmt eine individuelle Route. Transfer. Und hier muss er laden. Und dann gehen wir auf OK. Jetzt kann er nicht laden, er hat Kohle dabei, scheiße. Oh fuck, jetzt kriegt die Kohle nicht aufgeladen. Bearbeiten. Du sollst hier nur entladen, so. Ja, wollen wir bearbeiten. Mal ein Halt hinzufügen, hier entladen. Mach das mal kurz bitte, sonst kriegst du keine Kohle, kein Eisen mit. Ist ja, glaube ich, scheiße. So, jetzt. Und jetzt können wir bearbeiten und das Pirchtenstadt Nord wieder rausnehmen. Und dann hat das. Bitte lad nicht auf. Nope. Sei brav. Warum wechselt der denn nicht? What? Ah, kann ich pausieren mal kurz? Kann man Details? Ach schon. Jetzt hat er's. Jetzt haben wir's. Das lädt er hier auf. Die 5 würden auch schon reichen. Und er fängt an. Ah, nicht, wir brauchen immer wieder. Bedeutet, wir müssen den jetzt öfters fahren lassen. Weil ansonsten funktioniert das nicht mehr. Also insgesamt, wie oft muss das machen jetzt? 55 Mal, 53 Mal insgesamt noch. Aber hey, das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Was ich gerne machen würde, wäre jetzt das Drehkreuz hier bearbeiten. Und auch zweigleisig umbauen. Dementsprechend anpassen halt. Dass wir hier drüben dann Eisenerz hinliefern können. Weil wir haben da jemanden, der würde Eisenerz nehmen. Und dem werden wir jetzt auch mal kurz aus der Patsche helfen. Insolvenz vermieden. Sparen wir kurz. Und jetzt bauen wir hier kurz das komplette Design um. Legen wir mal kurz die Schiene hier offen. Ziehen wir wieder zurück so. Denn ich würde das gerne alles anheben und anpassen. Also bedeutet auch Terraforming betreiben. Das kostet so viel Kohle, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn einfach hier. In dem Ding hier, aber ja. Dann schauen wir einfach, dass wir jetzt hier ein schönes Drehkreuz hinsetzen für die Schienen. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Wie weit kann ich, warte mal, kann ich von hier nach hier? Oh, es wird nicht funktionieren, ne? Kaukarino, ich hätte gerne so ein Kreiselsystem. Mag mal probieren, ob das funktioniert.
1, 2, 3. Dann war ich eins hier näher, da war ich hier. So. Nee, da war ich nicht da oben, sondern hier. Das schaut bestimmt sowas von bescheuert eigentlich aus, aber hey, probieren geht über studieren, ne, oder wie es so schön heißt. Also rein theoretisch muss jetzt... Lol. Muss hier ein Gleis hin. Hier eins hin. So, das wird jetzt zweigleisig gemacht. Also wenn wir, wie gesagt, hier so rumfahren, muss hier ein Gleis ab. Und da kommt dann das andere Gleis ab. Und hier hätte ich dann auch eins. Nee, da nicht so. So. So hin, und dann kann sich das nicht aufteilen, rein theoretisch. Also wie gesagt, der fährt von da nach da, bedeutet, der muss nach da kommen. Eigentlich müssen wir da nochmal kurz eine Komplettsäuberung machen. Und nochmal hier ein bisschen Terraform betreiben. Kletten. Das passt besser schon. Perfekto. Weil, ich würde gerne, da sind zwei, was, warum? Wie gesagt, das soll hier drauf, das passt auch gut. Und das muss jetzt so. No, 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 no. Ah, so. Genau. Und der Schienenabteil muss jetzt halt... Also das muss einfach hier mal runter. Dann soll es zwei Varianten geben. Eins, das hier nach... drüben führt und eins, was hier drauf führt. So. Das schaut eigentlich ganz gut aus, denke ich mal soweit. Genau, da drüben muss ich noch die Schienen anschließen. Was jetzt auch wichtig ist, ist natürlich, dass wir hier ihm sagen, wo waren Schienen, 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 Schilder hier. Dass er weiß, in welche Richtung er hier fahren muss. Braucht jetzt natürlich hier dementsprechend ein Kreiselzeichen. Genauso gibt es... Oh, lol. Jetzt hängt's. Es speichert. No. Hier gibt's ein Schild. Hier gibt's ein Schild. Hier gibt's ein Schild. Und hier gibt's ein Schild. Dann hier. Dann hier. 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 Genau. Hier brauchen wir eigentlich ja nicht so viele. So. Ich vergesse jedes Mal, welche Richtung es geht, aber es muss ja immer gleichmäßig sein vom Verlauf her. So, genau. Und du warst auch. Hier fährt man auf. Und hier ist halt beidseitiger Verkehr. So. Dann sollte das ja hoffentlich passen. Genau, das hier können wir fürs Erste nochmal sonst zusammenführen, bis wir wieder ein bisschen mehr Kohle haben oder so. Oder so. So. Schauen wir, wie das System funktioniert. Ich bin gespannt. Da kommt immer ein Einzug. Fährt im Kreis herum. Und daraus. Das würde man nie in echt machen, weil du dann die Geschwindigkeit so reduzieren müsstest, dass du trotzdem ein Risiko hast, dass der Zug halt dementsprechend, einfach auf den Schienen abfällt. So. Agile, zack, sie fahren drauf. Dann da fährt die drüber. Lol. Oh, jetzt haben wir gleichzeitig Passagiere. Oha. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Eins von euch ziehe ich aber auch ab. Dann wird es rot, 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 rot. Und fährt die drüber. Und ade. So, also wie gesagt, ich würde jetzt aber, ehrlich gesagt, hier ein neues Interstate ziehen. Direkt durch den Berg durch. Einfach, weil ich euch einen Tunnel mal bauen will. Bedeutet, wir machen wir hier frei. Dann tun wir nochmal ein bisschen Terraforming betreiben.
So. Schon mal vorbereiten alles. So. Denn die müssen ja die Schienen dann reinführen. Wenn du es so siehst. Müssen hier Tunnel. Wie weit muss ich den Tunnel ziehen? Hä? So ganz gecheckt habe ich jetzt noch nicht, was passiert gerade. Tunnel bauen. Achso, weil er dann tiefer will. Okay, nee. Wir bauen hier einen Tunnel. Jetzt muss ich nur checken, wie das Ganze funktioniert. Und dann hat sich das. Hat sich das Ganze schon. So. Dann ziehen wir das durch den Berg durch. Zack. Und dann nochmal einen Tunnel, bitte. Tunnel bauen. Was denn für sonst ein, außer einem Betontunnel? Wieder da durch. Lol, so ein Tunnel alleine kostet schon schweineviel Geld. Ich habe gerade 500.000 für zwei Tunnel ausgegeben. What the fuck? Und dann haben wir nichts mehr, oder? Dann haben wir nur noch... Okay, ja, das, da könnten wir noch einen Tunnel ziehen rein, theoretisch. Oder wir setzen halt ein bisschen... Das wäre, könnte man echt zu einem kleinen Hotspot machen zum Bauen auch. So. Und nicht genügend Geld, ja. Jetzt ist uns das Geld ausgegangen. Scheiße. Ah, die Grundlage steht schon mal für den. Für die Züge und den Tunnel. Ist halt kacke, dass das jetzt unterschiedlich ausschaut, aber... Hey, passiert mal. So. Ich mach das jetzt noch ein bisschen schön, damit es einfach ein bisschen interessanter ausschaut, denke ich. So. So, ja, das, oh, warte mal, den mittleren Pfosten sollte ich vielleicht wegnehmen. Das sieht blöd aus. So. Ja, es hat schon mal ein bisschen mehr. Bisschen mehr Style. Ein bisschen mehr an Style hat das jetzt. Und jetzt können wir warten, bis wir. Oh, unsere Zahlen sinken rapide gerade. Teilweise. Das ist natürlich uncool. Das könnte auch von mir kommen, dadurch, dass ich viel Geld ausgegeben habe einfach. Hups. Warum ist es. Oh, jetzt ist es schon wieder langsam hier. Das ist natürlich wieder eine uncoole Sache, du. Uncool. Ich sag's euch. Heute ist ein ganz weirder Tag. Ganz, ganz weirde Säule. Aber ja. Muss es auch mal geben. So, bedeutet. Was wir auch schon machen können, ist jetzt. Hier. Die Abfahrten designen. Genau. So. Da haben wir eine Kurve und dann haben wir die nächste. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das ist blöd, jetzt weiß ich nicht genau, wie hoch ich muss natürlich. Und das macht natürlich auch wieder einen dezenten Schaden. Und so macht man hier, guckt. Ich geh nochmal ein bisschen hoch. Noch eine. Ja, perfekt. So. Jetzt haben wir zwei Kurven. Wir führen hier rauf. Tunnelsystem durch. Und dann können wir rein theoretisch
die eine Spur hier anknüpfen. So. Und dann kriegt der daneben... Alter, ich kann nicht... Oh, dieses Geldproblem, ey. Ich will doch nur bauen, Jungs. Lasst mich bauen. Die neuen Schienen und alles. Weil bis hierhin will ich das dann alles sozusagen gleich. Und dann kann es sich hier anfangen zu verteilen. Je nachdem, was du alles dann hier hast für Lagerstätten. Ich muss den Tunnel erstmal fertigstellen dafür. Das ist halt das Problem. Vorteil ist mit dem neuen... Lol, jetzt hat er schon die andere Linie schon verwendet. What? Ja, wenn einfach eiskalt die andere Linie. Ich glaub's ja nicht. So, da fährt der Zug wieder ab. Kommt der andere Zug. Aber hin nimmt er den Weg, lustigerweise. Weiß zwar nicht wieso, aber er nimmt den. Eine sehr interessante Sache ist das. Dazwischen ist eine... Im Grunde diese halbe ist da frei. So. Dann wollen wir hier mal hinstellen. Wie gesagt, ich will das ja alles ebenerdig oder versuchen, so gut wie möglich ebenerdig zu machen. Jetzt bedeutet wir terraformen hier wieder für ein bisschen Geld. Schauen wir mal, wie viel es kostet. Oh lol, das ist alles um eins höher. Dann muss ich hier ausheben anfangen. Lololololol. Kein Geld dafür. Ich will doch nur Schienen bauen. Ich will doch bloß die Schienen bauen. Komm, 8000 kostet das Stück Schienen. Boah, pff. Ist natürlich schnappig, ne? Das ist schon was, an was du schlucken musst am Ende. Und natürlich, der Umweg hier... Okay, ist jetzt auch nicht wirklich ein Umweg, wenn das so sieht, aber... Erstens schaut es geil aus, du hast einen Tunnel, du bist mehr unterirdisch. Und rein theoretisch könnte man das in der Zukunft voll machen, dass man die ganzen Schienen irgendwann unterirdisch setzt. Sehen wird halt schwer von den Schienen. Aber wenn es funktioniert, wieso nicht? Wäre doch mega geil. Schau mal, wo fährst du jetzt lang? Lol. Und da rein. Ah, du musst halt hier auch nicht Kurven fahren und alles. Die Kurve gestreckt ist einfach. Du hast eine Kurve. Und fährst direkt rein hier. Der Personenzug fehlt. Wo ist der andere? Wo ist der? Da kommt er. Da kommt Lebpersonenzug. Wir hatten noch nie einen Close Encounter bis jetzt auf dieser Schiene. Das ist natürlich auch wieder was. Aber hier kann man rein theoretisch dann noch einen weiteren, keine Ahnung, Weg hier mal machen. Oder man tut es halt dann an der Doppelschiene hier abführen, Tunnel durch in den Guildhof-Städtchen rein. Also muss man dann alles sehen, wie man es macht. Das kostet ja auch alles wieder Geld und wie du es machen willst und pipapo. Ist ja auch alles wieder Geld, was man hier einbauen muss am Ende. So, nee, die Straße will ich jetzt nicht bauen. So. Jetzt haben wir dann hier im Grunde schon mal den zweiten Schienenanschluss. Den lege ich einfach auch schon mal hier hin. So, zack. Und ich muss gerade schauen, wenn er vorbeifährt, damit ich einmal pausieren kann. Und ah nee, mir fehlt gerade wieder Geld. Dann hätte ich nicht diesen Schienenteil hier abgerissen und die Schiene neu angeschlossen. Damit offiziell die neuen Schienen verwendet werden können. Oh, das schenkt schon 10 an mit, Leute. Holla. Holla, 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 holla. Wir haben schon wieder eine Holzträgerfabrik, da haben wir wieder Bretter. Bretter, Holzdinger, überall Lieferanten, ich glaub's nicht. Überall diese Lieferanten. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.